So, hallo Leute, wir werden uns heute mal mit Ledersitzen beschäftigen und zwar werden wir denen mal den alten Glanz wiedergeben. Die sind mittlerweile ziemlich gebraucht, ne, hier und da auch ordentlich verkratzt und dafür werden wir die Sitze einmal anschleifen, reinigen, neu einfärben und dann versiegeln. Im ersten Schritt werden wir einmal im Prinzip die Sitze mit einem ganz feinen Schleifpapier anschleifen. Das ist im Prinzip ein 1200er Schleifpapier mit einer Schaumstoffunterlage. Ja, da kann man immer ganz schön den Druck damit verteilen. Wenn wir die angeschliffen haben, werden wir das dann im Prinzip mit dem Polstar von Kochchemie reinigen. Dafür habe ich das schon mal hier verdünnt mit normal Leitungswasser 1 zu 10. Auf der Flasche steht im Prinzip einmal je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1 zu 5 und 1 zu 20 verdünnt. Ich habe jetzt 1 zu 10 genommen, das sollte für meine Zwecke dann auch vollkommen reichen. Anschließend werden wir das Leder mit Leder Renovating Balm von TRG einmal neu einfärben. Das dann einziehen lassen und im letzten Schritt einmal mit Bienenwachs-Lederbalsam versiegeln. Dadurch wird das Leder nochmal richtig schön geschmeidig und kriegt einen sehr schönen Glanz sowie einen sehr angenehmen Geruch nach Bienenwachs im Prinzip. Ja, hier können wir schon ganz schön sehen, wie gebraucht, verbraucht auch irgendwo die Sitze schon sind. Das heißt, wir haben hier sehr viele Kratzer schon drin, wo halt die Farbe halt schon ab ist. Das ist auch schon so ein bisschen, wenn man hier drückt, merkt man, dass es schon so ein bisschen knusprig irgendwo. Das ist halt das Alter, die wurden halt wohl nie gepflegt vernünftig. Das heißt, nie irgendwie mal mit Lederpflege bearbeitet. Und da gucken wir einfach mal, wie gut wir das jetzt hier hinbekommen, ne? So, hierzu werden wir jetzt einfach mal mit dem Schleifpapier die ganzen Wangen, die ganzen Sitzflächen einmal anschleifen, danach reinigen, damit wir halt einen vernünftigen, saugfähigen Untergrund auch irgendwo erreichen für unser Balsam dann danach. Hierbei müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht zu viel wegschleifen. Also wir wollen wirklich nur die Oberfläche so weit anrauen, dass die halt tragfähig ist.
Hier kann man schon natürlich ziemlich deutlich, ziemlich gut erkennen, dass wir jetzt schon einiges hier an Farbe halt runtergenommen haben. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. So, dann sprühen wir das jetzt einfach mal ein. Schön großflächig auch. So. Und dann wischen wir das im Prinzip einfach mit einem normalen Mikrofasertuch schön ab. Auch schön in die Ecken hier rein, weil hier noch ein bisschen Dreck natürlich irgendwo drin ist. So, zum Auftupfen von dem Lederbalsam verwenden wir einfach ein Schwämmchen, ein kleines Schwämmchen, irgendwie so ein Haushaltsschwämmchen oder so zum Geschirrreinigen sollte auch vollkommen reichen. Ja, und da im Prinzip tunken wir so ein bisschen davon hier ein. Das ist ziemlich fest, so wie man sieht. Und im Prinzip verteilen wir das hier so ganz leicht auf dem Leder. Und massieren das so ein bisschen in kreisenden Bewegungen hier ein. Na, und da sieht man schon, dass sich da was tut. Ich habe jetzt extra Handschuhe angezogen, weil jetzt sieht man schon, wie die aussehen. Im Prinzip, ja, gehen wir jetzt über den kompletten Sitz einmal. Ich denke mal, bei der Beschädigung hier sollte einmal eigentlich schon komplett ausreichen. Ja, wenn wir wirklich extrem viel Verschleiß haben, dann denke ich mal, muss man sogar zweimal drüber gehen. Ja, man sieht, das ist ziemlich ergiebig, das Zeug. Es riecht auch sehr angenehm, das muss man aber dazu sagen. Ja, es riecht sehr, sehr angenehm, also gar nicht chemisch oder so. So ein bisschen süßlich. Ja, nichts wäre schlimmer, wenn man die Sitze im Prinzip dann mit dem Zeug einschmiert und dann fährt man eine fahrende Chemiebude durch die Gegend. Ging ja gar nicht, ey. Hier sieht man ja noch ganz gut, dass wir ziemlich hohen Verschleiß haben. Einmal drüber, weg ist es. Das ist echt der Wahnsinn, das Zeug. Ja, also das ist eigentlich für Sofas gedacht und so, aber ich denke mal, auf dem Sofa sitzt man ja auch. Und das sollte ja nicht abfärben, also wie sollte das nicht für Ledersitze im Auto funktionieren?
Und wenn wir ehrlich sind, die ganzen Lederpflegesets, die man im Internet bekommt, die sind unglaublich teuer. Diese ganze Dose kostet, glaube ich, mit Versand keine 15 Euro. Und dann kann ich wahrscheinlich bis mal an mein Lebensende Ledersitze mit neu einfärben. So, dann gehen wir mal hier an die Seitenwangen dran. Schöne große Flächen alles, richtig schön satt auftragen kann. Zum Glück keine zwei Farbbezüge, aber auch ohne andersfarbige Nähte. Andersfarbige Nähte hätten, hätten wir jetzt schon das Problem, dass wir die jetzt komplett mit eingefärbt hätten. Das wäre natürlich suboptimal. Hier geht es dann weiter. So, schön über den Kreis in Bewegung. Ein bisschen was drüber gegangen. Das schneiden wir einfach so weg.
Übrigens, wenn ihr jetzt auch irgendwie andersfarbige Bezüge oder andersfarbiges Leder, das Zeug gibt es in bestimmt 20 verschiedenen Farben und Farbtönen. So, das denke ich mal wirklich für jeden, was dabei sein sollte. Schwarz natürlich recht dankbar, weil Schwarz ist im Normalfall schwarz. Und wenn man im Prinzip sowieso die komplette Lederausstattung damit behandelt, wird das auch danach ein einheitlicher Ton sein. Blöd wäre es natürlich, wenn wir jetzt irgendwie ein rotes Leder haben und die Sitze aber dunkler oder heller sind als das Zeug hier. Das wäre wahrscheinlich ziemlich ungünstig. Und dann wäre wahrscheinlich nicht so zufrieden derjenige, der das dann in seinem Fahrzeug sehen muss. Schön in die Falten auch reinreiben, dass er wirklich überall hinkommt, dass sie nicht später irgendwelche Flecken halt haben, das wäre ziemlich unschön. So, dann sind wir jetzt im Prinzip in dem ersten Sitz schon fertig. Einmal eingeschmiert komplett. Das Polieren war jetzt einmal noch mit dem Tuch ein. Um das noch einmal großflächig schön gleichmäßig auch zu verteilen. So, dazu nehmen wir einfach wieder ein normales Mikrofasertuch. Einmal richtig schön nochmal rein massieren. Ist mir jetzt gerade die Flasche umgekippt. Halb so wild. Vorne hier. So, und ich denke, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen.
so wie hier. Hier waren ja diese starken Beschädigungen. Das sieht man jetzt gar nicht mehr. Und ich sag mal so, also ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass das Fahrzeug wie ein Neuwagen irgendwo aussieht, ne? Aber er soll halt wirklich gepflegt halt aussehen, ne? Aber wie gesagt, Hauptsache die Risse sind weg. Und im letzten Schritt, wir lassen das jetzt noch ein paar Minuten einwirken. Im letzten Schritt werden wir das einmal mit dem Bienenwachs komplett nochmal versiegeln, damit das dann auch am Ende nicht in die Kleidung einzieht, wenn man sich da draufsetzt. Das wäre natürlich blöd, wenn man sich da reinsetzt und im Prinzip einen schwarzen Hintern danach hat. Von daher wird da einmal dann gleich der Bienenwachs nochmal einbalsamiert. Und dann sind wir mit der Sitzfläche der Rückbank durch. So, nachdem das Lederbalsam im Prinzip eingezogen ist, werden wir jetzt einmal mit dem Bienenwachs das Leder nochmal richtig versiegeln, sodass die Farbe dann auch später nicht abfärbt. So sieht's aus. Sieht so ein bisschen gelblich, aber die Farbe wird nicht übertragen. Es wird danach einfach nur eine klare Versiegelung sein. Jetzt mal hier richtig schön was raus. So. Massieren wir das genauso wie das Lederbalsam einfach nur ein. Richtig schön dick kann man das machen. Wenn wir danach nochmal mit dem Mikrofasertuch drüber gehen, um das nochmal einzupolieren.
So, dann sind wir jetzt im Prinzip hier mit jetzt auch fertig. Einmal kurz einwirken lassen und gleich nochmal nachpolieren. Und dann sind die Sitze im Prinzip wieder einbaubereit. So, jetzt polieren wir das alles noch in den Bienenwachs nochmal ein. Um auch diese Überschüsse, die wir jetzt hier noch drauf haben, abzutragen. Dann kann das alles ein bisschen besser einziehen. So, wie man sieht, ich bin jetzt auch ein bisschen mal aufs Leder gekommen, aber da hat jetzt nichts mehr abgefärbt. Da können wir eigentlich ziemlich sicher sein, also sehr gut, dass da auch jetzt nichts abfärben wird. Ich muss sagen, so sieht das schon richtig schön schmatzig aus. Und das zieht jetzt alles noch ein bisschen ein. Es wird noch ein Ticken matter, ne, weil jetzt ist es halt noch wirklich feucht, deswegen glänzt das noch recht stark. Aber ich denke, wenn das eingezogen ist, wird das richtig gut aussehen. So, eine Viertelstunde ist rum und ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich gut, muss ich so sagen. Also wir gucken uns das hier nochmal vernünftig an. Und da sieht man richtig schön schwarz alles, so wie es sein muss. Ja, und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich da irgendwie nicht dran traut oder so, weil er denkt, er könnte da irgendwas kaputt machen oder das Leder halt beschädigen. Ich sag mal so, solange es wirklich schwarz ist, kann das jeder selber. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Ich habe es ja gezeigt, das funktioniert wirklich einfach. Das ist in wirklich wenigen Minuten erledigt. Ich denke mal, für so eine komplette Innenausstattung, das werde ich jetzt gleich noch machen. Die Rückbank war jetzt im Prinzip das Erste. Aber ich sag mal so, alles in allem sollte man irgendwo vielleicht mal 2 Stunden oder so einplanen, denke ich mal. Und ich denke mal, das Ergebnis spricht für sich. Es sieht nicht aus wie neu, das ist klar. Man hat natürlich immer irgendwo die Falten auch im Leder noch. Ne, so ganz, ganz leicht. Aber wie gesagt, bei einem gebrauchten Fahrzeug muss das so sein. Ganz einfach. Ne? Aber wie gesagt, mir ging es halt wirklich darum, diese Risse da wegzubekommen. Da muss wohl irgendwie ein Hund drin gewesen sein, der das alles ein bisschen verkratzt hat. Und abfärben tut da auch nichts. Ne? Tut nichts abfärben. Mal gucken. Hier nochmal mit dem Lappen. Sieht man nichts. Also es färbt wirklich nichts ab. Kann man sich sicher sein, dass man sich da selbst mit einer weißen Hose draufsetzen kann und es passiert nichts. Wie gesagt, ich mache jetzt im Prinzip die restlichen Teile noch fertig und dann geht es wieder ans Einbauen. Vielen Dank und bis bald. Ciao.